Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Ich freue mich, denn es ist mal wieder eine Ulk-Folge. Ihr habt mich gefragt, was würdest du als Frau machen? Und das finde ich eine super spannende Frage, die mich neulich auf Instagram erreicht hat, dass ich gesagt habe, daraus machen wir mehr, eine eigene Reihe, und habe einen Fragebutton auf Instagram gepostet und ihr habt mich zugeballert mit Dingen oder auch Sachen oder auch Ansichten, die ich als Frau hätte. Führt mich in eine ganz andere Perspektive. Ich muss nämlich jetzt wirklich meine weibliche Seite hervorkehren, was ich sehr gerne tue, und drüber nachdenken, wie es als Frau wäre. Ich habe einige Fragen, oder das Team eher gesagt, gesammelt. Ich habe es mir noch nicht im Detail angeguckt. Es bleibt also jetzt live spannend, was ihr mich fragt. Und ich werde wahrheitsgemäß wie immer versuchen zu antworten. Es geht los. Viel Spaß bei diesem anderen Video. Was würdest du zuerst tun, wenn du einen Tag eine Frau sein könntest? Alter, oh Mann ey, ihr könnt euch ja dasselbe mal für einen Mann fragen. Was würdet ihr zuerst tun, wenn ihr ein Mann wärt? Wahrscheinlich erstmal sich selbst befingern, wie sich das alles anfühlt. Und dann würde ich wahrscheinlich einen Mädelsabend machen. So ganz klassisch, irgendeinen Kackfilm gucken, sehr viel Zeugs essen und sehr viel reden und kichern und sowas. Also komplett konträr zu dem, was ich eigentlich bin. Klassischer Jungsabend ist ja Fußball gucken, Bier trinken, still sein. Weil wenn Fußball geguckt wird, dann wird sich darauf konzentriert. Und ja, ist auch nicht so mein Ding. Ich gucke Fußball zum Beispiel auch am liebsten alleine, wenn ich überhaupt Fußball gucke. So ein Mädelsabend, so ein lauter, alberner Abend. Ich glaube, das wäre so etwas, was ich planen würde. Würdest du stillen? Boah, ich würde es definitiv probieren wollen. Also dieses Gefühl, sein Kind ausschließlich mit seinen Brüsten ernähren zu können, finde ich abgefahren, oder? Also da wächst etwas 9 Monate in einem heran und danach braucht es theoretisch nicht mehr als das, was aus meiner Brust rauskommt, um zu wachsen. Für mindestens 5 bis 6 Monate. Es ist crazy. Also ja, ich würde es definitiv mal drauf anlegen und probieren. Mit allem Respekt. Team Minirock oder Team Hotpants? Geil. Hotpants, glaube ich. Also Minirock würde mich viel zu viel einschränken in der Bewegung. Wäre wahrscheinlich auch eine Frau, die sehr, weiß ich nicht, aktiv wäre und Freiheit bräuchte, was die Beine angeht. Ja, Minirock wäre ich ja so beklemmend. Glaube ich. Würdest du deinen Orgasmus faken? Auf jeden Fall, klar. Das ist ja der Skill, den Frauen einfach unglaublich haben und wo mir auch kein Mann erzählen kann, er würde das merken oder nicht. Und bei uns Männern ist es halt relativ offensichtlich, ob wir einen Orgasmus haben. Und das ist natürlich echt traurig, weil es ist ja auch offensichtlich, wenn man keinen hat. Und das ist bei Frauen halt, ja, man kriegt es nicht äußerlich mit. Und auf jeden Fall würde ich den faken. Und richtig gut, glaube ich. Ich wäre da sehr gut drin. Wie würdest du verhüten? Oh ja, das ist ja die Frage, die das Ganze ins Rollen gebracht hat hier. Welche Verhütungsmethode für mich persönlich die beste wäre? Und das ist ja total abhängig von meiner Lebenssituation. Also sagen wir mal so, ich war ein Spätzünder, wäre ich wahrscheinlich als Mädel auch gewesen. Ich hatte, glaube ich, ich war 18 schon, meinen ersten Sex erst. Und da bin ich also schon in einem Zeitraum, wo man dann auch Abitur dann gemacht hat und danach auch so langsam Richtung Ausbildung, Studium ging. Und in dieser Zeit hätte ich mir gewünscht, man war ja auch sehr viel feiern, man hatte ein Leben, was ziemlich durcheinander war, hätte ich mir eine sichere Verhütungsmethode gewünscht, über die ich nicht nachdenken muss und die nicht störanfällig ist, die trotzdem wenige überschaubare Nebenwirkungen hat. Und das wäre die Hormonspirale gewesen bei mir. Und zwar diejenige, die vom Hormondepot ein bisschen weniger Hormone noch hätte, die 5 Jahre dann hält. Also in dem Phase, wo ich dann Studium und so weiter, wo ich absolut keinen Kopf gehabt hätte für Verhütung, mal eine Partnerschaft vorausgesetzt, also ich war immer in einer Partnerschaft, dann würde ich mir die Hormonspirale setzen lassen als junges Mädchen. Weil es ja ein Verhütungsmittel ist, was irgendwie zwischen der Pille steht und ein Vaginalring zum Beispiel als ja, kombiniertes Hormonpräparat und den nicht hormonellen Verhütungsmitteln, die mir aber, glaube ich, als junges Mädel zu kompliziert
oder auch zu risky gewesen wären. Sagen wir mal, wenn ich jetzt mit 13, 14 das erste Mal da Geschlechtsverkehr gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich definitiv so eine Art Pille und Kondom gewesen. Mit dem Wissen, was ich jetzt natürlich habe. Aber in so späten Zeiten, ja, erst die Hormonspirale und dann hätte ich mich definitiv mit NFP auseinandergesetzt, weil dann wäre man auch bereit gewesen, wenn es passieren würde. Und im Hinblick auf meinen Kinderwunsch, ist auch so crazy, hätte ich NFP für mich entdeckt. Und das, glaube ich, auch durchgezogen. Ehrliche Antwort. Meine Meinung. Musst jetzt nicht da zu eurem Gynäkologen rennen und sagen, boah, der findet die Hormonspirale so toll. Wer mich kennt, weiß ja, ich bin auch nicht der ganz große Hormonfreund. Aber es gibt eben die Einsatzgebiete. Würdest du dich vorm Gyn-Termin rasieren? Würdest du dir die Achsel, die Beine, Intimbereich rasieren? Also hier kommen viele Rasierfragen. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich so Team Stutzen, also nicht blanko rasieren, aber auch nicht wachsen lassen ohne Ende. Ich wäre Team Stutzen und das würde ich wahrscheinlich auch vorm Gyn-Termin machen, weil ich mich dann so am wohlsten fühlen würde. Und so würde ich, glaube ich, auch privat rumlaufen. Also ich wäre auch nicht jemand, der sich da überall blanko rasiert. Vielleicht Beine. Da weiß ich nicht, wie das so ist. In der Öffentlichkeit ist ja dämlich, ne? Dass man in der Öffentlichkeit drüber nachdenken muss, was andere davon halten, dass ich vielleicht ein paar Härchen an den Beinen habe. Ich hoffe, es wäre mir egal. Ich hoffe, ich wäre so eine taffe, starke Frau, der das egal wäre und nicht darüber nachdenkt, sondern einfach sprießen lässt. Weiß ich aber nicht. Ich bin ein Mensch zum Beispiel als Mann, der schon darauf achtet, was andere von einem halten. Und ich glaube, als Frau wäre ich auch so. Würdest du deine Vagina von innen säubern? Auf gar keinen Fall. Also, das ist ja so das Bescheuertste, was man machen kann für die Vaginalschleimhaut, da einfach alles wegzuscheuern, was da auch hingehört. Nee, würde ich auf gar keinen Fall machen. Worauf würdest du bei Männern achten? Leute! Ah, jetzt wird's echt. Worauf würde ich bei Männern achten, ey? Okay. Ich bin so ein Popo-Mensch, glaube ich. Also erstmal ist natürlich das erste Erscheinungsbild, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen, das sehr ausschlaggebend ist, wenn man durch eine Stadt läuft oder irgendwo im Club abends war und äußerlich gefällt einem ein Mensch, weil er einen coolen Klamottenstil hat, weil dieser Mensch interessant aussieht. Bei mir ist so, ich finde manchmal im Fernsehen, wenn Mareike mich fragt, oh, die ist doch hübsch, also eine bildhübsche Frau, sage ich, ja, die ist hübsch, aber ich finde sie jetzt nicht, sie würde mich nicht ansprechen in einem Club, weil es so zu puppig, finde ich dann. Es muss irgendwie interessant sein, es muss irgendwas haben. Und das ist so der erste Eindruck, auf den jeder achtet. Und dann wäre ich, glaube ich, schon so ein Popo-Mensch auch bei Männern jetzt. Weil es bei mir so ist, dass ich das attraktivste äußerliche Merkmal finde. Also für mich sind jetzt als Mann zum Beispiel Brüste völlig egal oder was weiß ich, Ohrläppchen, Hände. Bin dann eher jemand, der früher auf Hintern geachtet hat. Und ich glaube, bei Männern ist das auch so, oder? Dass man da auf Hintern achtet. Ich weiß es nicht. Ja, das Äußerliche und dann vielleicht so. Hab keinen Händefetisch. Viele Frauen achten immer auf die Hände eines Mannes. Da kommt er bei mir nicht weit. Ich habe Mädchenhände. Würdest du multiple Orgasmen erleben wollen? Ja, Mann. Also unser männlicher Orgasmus ist ja so das Primitivste, was es gibt. Männer sind ja grundsätzlich eine Spezies, die eher ja, so ein bisschen primitiver veranlagt sind, was viele Vorteile hat, denn wir haben keinen Menstruationszyklus, wir haben keine Hormonschwankungen, wir haben diese ganzen Problemchen dadurch auch nicht, was nett ist. Aber wir sind natürlich auch von der Anlage her etwas primitiver. Und so ein Orgasmus ist einfach nur doing, fertig. Und danach ist erstmal Sense. Klar, nach ein paar Minuten kann man es mal wieder probieren, aber das ist jetzt nichts, was dann auch sonderlich viel Spaß macht. Und als Frau, ey, da ist ja nonstop Dauerbefeuerung. Also da kann man sich ja, ob es die normale vaginale Penetration ist, mit Gegenstand oder Penis oder auch per Hand, dass man sich da stimuliert. Es gibt so viele erogene Zonen, vaginal und auch klitoral. Also boah, ich wär nur an mir am Fummeln und würde das alles ausprobieren, glaube ich. Richtig gut, ja, definitiv. Würdest du schwanger werden wollen? Ja, ich denke schon. Ob ich das dann genieße, weiß ich nicht. Wenn ich so meine Frau gesehen habe mit Übelkeit und dann dick und weiß nicht, ob ich der Mensch wäre oder die Frau wäre, die das so genießen würde, aber auf jeden Fall würde ich, glaube ich, Kinder wollen.
Wärst du trotzdem Gyn geworden oder einen anderen Beruf? Puh, keine Ahnung. Meine größte Schwester hat es ja versucht mit der Gyn, fand das dann irgendwie doch zu frauendominiert. Ich kann unglaublich gut mit Frauen umgehen, deswegen kann ich es jetzt überhaupt nicht sagen. Würdest du Menstruationsunterwäsche tragen? Ja, ich wäre auf jeden Fall bei den Alternativprodukten. Ob es die Menstasse ist oder die Unterwäsche oder beides in Kombination, je nach Tagen. Das würde ich ausprobieren, definitiv. Also ich glaube, ich wäre nicht der Team Tampon und auch nicht die Binde, klassische. Ne? Das kann ich, glaube ich, so ziemlich so sagen. Wie würdest du gern aussehen? Eher so Avril Lavigne oder eher so Püppi? Ich wäre Team Avril Lavigne, ja. Ich bin jemand, der, glaube ich, etwas alternativer rumläuft, sich jetzt auch nicht bombastisch schminken würde und der Wert drauf legen würde, dass es gemütlich ist, trotzdem irgendwie ganz cool aussieht. So. Also Avril Lavigne. Ich stand voll auf Avril Lavigne. Würdest du Analsex probieren wollen? Oh, glaub nicht. Nee. Also, das ist etwas, was ich mir jetzt als, wenn ich als Frau mir vorstelle, da, nee. Habe ich jetzt keinen erotischen Gedanken mit. Würde ich, glaube ich, nicht probieren. Vielleicht mal probieren, aber glaube, wäre ich jetzt kein Fan von. Würdest du dir Gedanken über Penisneid machen? Wenn ich eine Frau wäre? Nee. Also, ob der Kerl da einen dickeren Penis hat als der, oder wie meinst du? Glaube nicht. Würdest du viel über allgemeine Schmerzen jammern? Hey, boah, jammern ist halt auch mal relativ, ne? Also wenn ich jetzt monatlich Schmerzen hätte wie Hulle oder es mir da nicht gut geht, psychisch etc., würde ich auf jeden Fall jammern. Weil man hat ja auch Problemchen. Wenn ich nichts hab, jammer ich auch nicht. Aber das kann ich ja so nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie es sich anfühlt. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn es mir nicht gut geht, würde ich das äußern. Sowohl bei ArbeitskollegInnen oder auch hier zu Hause, familiär. Also, da würde ich jetzt nicht auf die Zähne beißen und sagen, es gehört halt dazu. Ich habe meine Periode, es muss schmerzen, sondern das ist ja Quatsch. Würdest du dir das gleiche Gehalt zahlen? Sehr cool. Also, bei uns Ärzten ist es ja tatsächlich so, es ist tarifvertraglich gebunden. Das ist auch egal, ob man zwischen den Beinen was baumeln hat oder nicht. Wir kriegen alle dasselbe. Und danach bezahle ich ja zum Beispiel meine Mitarbeiter auch, wenn das medizinische Fachangestellte sind, gibt es einen Tarifvertrag, steht ganz genau, Ausbildungsstand hier und da, Tabelle, buff, dieser Preis kommt raus. Also kann ich so nicht sagen, auf jeden Fall würde ich das fair gestalten wollen, weil ihr ja, oder weil Frauen ja genauso viel leisten wie Männer. Also ich würde gerne Rauchern weniger bezahlen tatsächlich, wenn man dann sechsmal in 8 Stunden eine Raucherpause macht von 3, 4 Minuten. Dann finde ich das unfair gegenüber Nichtrauchern, die keine Nichtraucherpause machen. Soll jetzt nichts gegen Raucher sein, aber das ist ja irgendwie dann Zeit, die wegfällt für die Arbeit. Wie würdest du dich auf die Geburt vorbereiten? Natürlich mit dem besten Geburtsvorbereitungskurs, Online-Geburtsvorbereitungskurs eines jungen Gynäkologen. Also ich würde mich vorbereiten wollen und ich würde, glaube ich, meinen Kurs auch machen. Das ist jetzt noch nicht mal Eigenlob, aber ich glaube, das wäre so meine Art zu Hause für sich, einfach das verständlich erklärt bekommen, was da passiert. Ich glaube, ich würde auch gar nicht so viel den Austausch suchen wollen mit anderen Muttis, die jetzt schwanger sind, weil die haben vielleicht schon 2 Geburten, ja, und die 2 waren richtig dramatisch und dann höre ich mir das an, das würde mich verunsichern. Nö, ich würde mich hier vor den Rechner setzen und mich berieseln lassen, dass ich so dieses Wissen pachte und für mich dann verwerte bei Geburt. Also ja, ich würde meinen Kurs buchen, wenn das die Frage war. Das ist nämlich ein riesen Lachsmiley da. Würdest du dich selbst untersuchen in der Schwangerschaft? Definitiv, das würde ich probieren. Muttermund tasten, Mega-Skill, kann ich nur auf jeden Fall jeder Frau empfehlen und das würde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Wenn ich eh schon dabei bin, mich zu befummeln wegen meiner multiplen Orgasmen, würde ich auch mal nach Muttermund gucken, was da so los ist. Wärst du Feministin? Also ich glaube, ich bin ja als Mann selbst. Ja, ich bin kein fanatischer Feminist, dass ich jetzt hier auf die Straße gehe und Schilder hochhalte, aber ich stehe schon sehr viel für Frauenrechte ein und finde es absolut dumm, dass Frauen in vielerlei Hinsicht noch benachteiligt werden. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der mich kennt. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch so in dieselbe Scharte reinschlagen. Also schon jemand, der seine Rechte auch vertreten wollen würde. Also es kommt super oft, wie ich verhüten würde. Das ist echt krass.
Ja, es ist klar, ne? Wenn man denkt, okay, der weiß jetzt so ziemlich alles über Verhütung, wie würde der es denn machen? Ich kann es nachvollziehen, aber ich habe es ja schon geschildert. Es ist voll abhängig von meiner Lebenssituation, auch von meinen Vorerkrankungen. Vielleicht habe ich auch schon eine Thrombose gehabt oder sowas, dann fällt ja auch viel weg. Das ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Wie würdest du entbinden? Per Kaiserschnitt oder auf vaginalem Wege? Boah, ich glaube, ich würde es auf jeden Fall vaginal probieren wollen. Allein aus dem Grund, weil ich wissen will, wie sich das anfühlt. Und wäre aber vorbereitet, wenn es zum Kaiserschnitt käme. Würdest du zu einem männlichen Gyn gehen oder zu einem weiblichen Gyn? Gute Frage. Kann ich ja umdrehen. Würde ich jetzt zu einer Urologin gehen? Ja. Also ich glaube, ich würde beides auch ausprobieren. Wahrscheinlich als junges Mädel eher zu einer Frau, weil ich mich da genieren würde, wie ich mich kenne. Und dann auch mal vielleicht einen Mann ausprobieren. Je nachdem, wenn ich mit der Frau super zufrieden bin und ich habe ein mega Vertrauensverhältnis, warum sollte ich wechseln? Aber wenn ich merke, irgendwie passt das nicht oder es ist zu grob oder ich fühle mich da nicht verstanden genug, dann würde ich mal zu einem Mann wechseln und gucken, ob der verständnisvoller ist für Dinge, die er selbst nicht wahrnehmen kann. Und es ist ja oft so, ne, dass wir immer sagen, ja, könnte sein. Und die Frau sagt vielleicht, nee, habe ich auch, alles cool. Also stell dich nie so an oder sowas. Gilt auf keinen Fall für alle. Aber so kann man sich das ja immer mal vorstellen. Deswegen, ich würde wahrscheinlich beides probieren in meinem Leben. Wie ich mit der Periode umgehen würde, ja, also mit dem ganzen Know-how, was man jetzt so hat, würde ich die ganzen, diese ganzen Hausmittelchen und auch Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich jetzt eine wirklich schwere Dyspareunie hätte, also Schmerzen bei der Periode, würde ich auf jeden Fall auch, wie jetzt auch, fast vegan leben, also so flexigan. Ich würde sehr auf Omega-3 achten, B-Vitamine, dass ich da genug habe. Ich würde Frauenmanteltee-Mischungen trinken, wahrscheinlich zu den Tagen. Ich würde mit Wärme arbeiten, mit Bewegung. Ich würde all das anwenden, was ich weiß. Und das wäre halt voll der Mega-Skill, dass man einfach das anwenden kann und gucken kann, funktioniert es oder was funktioniert für mich. Und da gibt es ja bei Instagram so ein Endometriose-Highlight, wo ich mal also ja, alternative Behandlungen bei so starken Schmerzen einmal niedergeschrieben habe für mich und ich glaube, das würde ich alles ausprobieren, um da mit der Periode klarzukommen. Ja, und wenn es mir alles zu viel werden würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dann auf Hormone zurückgreife. Dass ich mir einfach sage, gut, ich fand die Spirale mit 19, 20 gut, die würde ich dann jetzt nach zwei Kindern, die ich geboren habe, auch wieder anwenden, weil da habe ich einfach Ruhe, ich habe noch eine Art biologischen Zyklus im Hintergrund. Ich habe meine Östrogene, die meine Libido aufrechterhalten. Ich habe trotzdem meinen Verhütungseffekt durch dieses kleine hormonelle Stäbchen in meiner Gebärmutter. Ich glaube, das würde ich dann davon abhängig machen, wie es mir so geht. Ja. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss, weil hier sind es 20 Minuten stehen hier schon. Also ich glaube, es reicht dann. Ihr habt noch, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das waren, aber es ist bombastisch gewesen. Es ist super spannend für mich auch zu überlegen, was ich als Frau machen würde, auch im Hinblick auf das Wissen, was man jetzt so hat. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man so viel theoretisches Wissen hat, das wäre cool, das anzuwenden. Und ich glaube, das wäre auch mal spannend. Das machen wir auf jeden Fall jetzt öfter. Wenn euch da noch Fragen einfallen, postet sie hier drunter unter dieses Video. Dann kann ich die auch nochmal aufnehmen für Staffel 2, Folge 2. Was ich als Frau so machen würde, ist sicherlich noch einiges offen geblieben. Ich wäre eine natürliche Frau, die sich nicht viel schminken würde, die so ihr Ding machen würde, die sich aber nicht zu schade wäre, auch sich Hilfe zu holen, wenn ich meine Beschwerden hätte. Und ja, so wäre ich, glaube ich. Auch zurückhaltend, introvertiert, wenn ich denselben Charakter habe. Mal gucken, welchen Mann ich hätte. Mareike als Mann passt eigentlich auch. Also man könnte eigentlich unsere Geschlechter tauschen, Mareike und meins. Das würde, glaube ich, auch funktionieren. Das kann man sie mal nachher fragen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank für dieses lustige Video und beim nächsten Mal gibt es wieder medizinischen Mehrwert. Und wir sehen uns dann. Ciao.